Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Tim und heute will ich euch ein paar Sachen zeigen zum Thema Wiederholungsanzahlen und was genau diese drei großen verschiedenen Wiederholungsanzahlblöcke denn an physiologischen Anpassungsvorgängen im Körper anstoßen und somit dann letztendlich wirklich zum Muskelaufbau führen. Ich glaube, das ist wichtig für euch, damit ihr das einmal versteht, damit ihr auch ein bisschen an eurem Training rumschrauben könnt. Und damit ihr auch mal wirklich versteht, was passiert denn tatsächlich, wenn ich meine Muskel reize, beziehungsweise wenn ich trainiere und welche verschiedenen Schaltzentralen habe ich denn, um mein Muskelwachstum zu beschleunigen und auch mein ganzes Training effizienter zu gestalten. Das allererste, was wir haben, ist die Wiederholungsanzahl zwischen, beziehungsweise angefangen bei 15 Wiederholungen aufwärts. Ja? Das ist eher so in Isolationsübungen, findet man eher so diesen Wiederholungsbereich. Wieder bei Grundübungen eher weniger, beziehungsweise beim Aufwärmen oder am Ende vom Training zum Beispiel oder in gewissen Isolationsübungen eben. Okay. Dieser Bereich nennt sich Muskelausdauer. In diesem Bereich tut ihr die Muskulatur nicht wirklich stimulieren auf einen großen impulsiven Kraftrausschlag sozusagen. Beim Bankdrücken haben wir 150 Kilo, machen eine Wiederholung und müssen unsere gesamte Kraft, unsere gesamte Energie bündeln, um dieses Gewicht zu bewältigen. Bei der Muskelausdauer ist das ganz anders. Dort haben wir zum Beispiel, wenn man von ein Sechstel der Gesamtmuskulatur, wenn man weniger als ein Sechstel der Gesamtmuskulatur beansprucht, dann spricht man von einer lokalen Muskelausdauer, die sozusagen trainiert wird. Alles, was darübergehend hinaus ist, ist per Definition eine allgemeine Ausdauer. Also das, was ihr als so Kondition, Ausdauer kennt, so landläufig. Ja? Okay, aber bei der Muskelausdauer, was passiert denn da, wenn ihr wirklich gezielt auf Muskelausdauer trainiert? Das Erste, was passiert ist, in diesem großen Bereich, pumpt sich der Muskel richtig krass mit Blut auf, ja? Denn da werden sehr, sehr viele Muskelstoffwechselprodukte gebildet, um eben die Energiebereitstellung zu gewährleisten. Und dadurch hat man viele Abfallprodukte aus den Muskeln, die dann abtransportiert werden müssen über die Venen und somit auch das Blut und die ganzen Muskeln dann immer so ein bisschen übersäuern lassen, ja? Durch das ganze Laktat, das sich bildet. Diese Milchsäure, dieses Laktat, das bewirkt dann auch oft häufig dieses Brennen im Muskel dann später, ja? Also insbesondere, wenn wirklich euch dann richtig auspumpt bei diesen krassen Pumpsätzen. Was passiert, wenn wir gezielt unsere Muskelausdauer trainieren? Als allererstes haben wir einen kleinen Muskelzuwachs, nennt man Hypertrophie, ja? Bei Muskeln, Hypertrophie, das wissen viele Leute nicht, Hypertrophie ist nicht nur ein Muskelaufbau, sondern in der gesamten Medizin. Das ist einfach ein physiologischer Vorgang, in dem eine Gewebestruktur oder Organe oder andere, einfach Gewebe wächst, fertig. Das ist Hypertrophie. Okay, die haben wir zum einen ganz leicht mit dabei. Das heißt, marginales Muskelwachstum, ja. Dann haben wir als zweites, haben wir eine erhöhte Kapillarisierung der Muskulatur beziehungsweise auch des Gewebes, was um die Muskulatur drumherum liegt. Das bedeutet, wir haben Kapillare, die sich ausbilden, ganz, ganz feine kleine Blutgefäße, die sich im Querschnitt vergrößern. Das heißt, die werden größer, die Oberfläche wird größer, das Blut, das durchkommt, die Menge wird größer, die halt befördert werden kann an Blut. Die steigt und dadurch haben wir auch neue Blutgefäße dann später, die sich ausbilden. Somit wird der Muskel besser mit Sauerstoff und besser mit Nährstoffen versorgt. Das heißt, diese ganzen Grenzen und die ganzen Ermüdungserscheinungen, die wir dann da spüren im Training, die werden herabgesetzt. Natürlich hat das auch aufs Herz-Kreislauf-System als drittes auch noch einen Effekt. Allerdings, wie gesagt, wenn wir uns unter ein Sechstel der Muskulatur befinden, der Gesamtmuskulatur des Körpers, ist das eher marginal, dieser Effekt. Das heißt, direkt zum nächsten, das vierte ist das, Myoglobin heißt das. Ihr kennt das Hämoglobin wahrscheinlich aus dem Blut, das quasi unter anderem mit Eisen Sauerstoff bindet im Blut und eben sauerstoffreiches Blut aus den Arterien in die ganzen Organe des Körpers zu durchströmen. Okay. Wir haben das Myoglobin allerdings, das ist ein noch besserer Sauerstofftransporter und der befindet sich in den Muskeln. Und es wird eben, auch hier wird mehr Myoglobin bereitgestellt in der Muskelzelle. Das heißt, es wird mehr synthetisiert auf die Zukunft gesehen. Das heißt, wir erhöhen auf lange Sicht unseren Myoglobinwert des Muskels. Das heißt, wir können Sauerstoff optimaler, besser und noch mehr davon verwerten. Das ist der nächste Aspekt. Was bringt uns das im Training? Natürlich wieder eine erhöhte Belastbarkeit, aber auch wieder in den unteren Wiederholungsbereichen. Darauf komme ich gleich zurück. Das nächste, was man auch noch hat, das wird man nicht wirklich in der Literatur finden, aber ich finde es ein sehr, sehr besonderer Effekt. Das ist nämlich durch den Pump. Das Durchströmen des Blutes, der ganze Muskel wird gefüllt mit Blut, okay, der schwillt dementsprechend an und das dehnt teilweise auch wirklich dann diese
die Zellen, die Muskelzellen. Ja? Das heißt, diese ganzen, das ganze Gewebe drumherum, das wird gedehnt und das füllt sich nochmal mehr. Und allein diese Füllung des Blutes, wie so ein Luftballon aufzupusten, der hat noch so einen kleinen Effekt. Das bedeutet, durch die Elastizität bleibt das auch ein bisschen so. Und somit ist dann auch im Raum da, dass sich auch neue Zellorganellen bilden, beispielsweise Mitochondrien. Mitochondrien sind die Zellkraftwerke, die Kraftwerke eurer Zellen im Prinzip. Das heißt, die sind sehr, sehr essentiell zur Energiebereitstellung des Muskels. Und je mehr wir eben von den Mitochondrien haben, desto größer auch die Belastungsfähigkeit der Muskulatur. Das ist die Muskelausdauer, deswegen ist sie wichtig. So Leute, also das ist jetzt hier der Muskelausdauerbereich. Wir machen das jetzt mal mit 100 Kilo, zeige ich euch das einfach beim Bankdrücken, wie das dann aussieht. Immer so einen Trainingspartner dabei haben, die Übung Bankdrücken ist jetzt nicht so unbedingt die Sache, wo man das oft machen sollte mit der Muskelausdauer. Ich würde es trotzdem empfehlen, dass ihr das mal so phasenweise einbaut in euer Training, eher aber gegen Ende, weil hier lasst ihr auch ziemlich viel Kraft liegen, wenn ihr jetzt 100 mal 15, 16, 20 Wiederholungen macht. Deswegen ganz, ganz easy. Als nächstes haben wir die sarkoplasmatische Hypertrophie, okay? Jetzt möchte ich euch nicht verwirren, ganz kurz. Ich habe eingangs erwähnt, was Hypertrophie ist. Viele Leute denken, Hypertrophie ist der einzige Weg, um Muskeln aufzubauen, beziehungsweise 8 bis 12 Wiederholungen, beziehungsweise eigentlich 6 bis 12 Wiederholungen. Hier befinden wir uns im sogenannten sarkoplasmatischen Hypertrophiebereich. In diesem Bereich trainiert ihr den Muskel dahingehend, dass sich der Querschnitt des Muskels, der Muskelzelle, vergrößert. Das ist sozusagen die Hypertrophie in ihrem Ursprungssinn im Muskelaufbau. Der Muskel wird größer, die Muskelzelle wird größer. Was man vereinzelt jetzt auch noch beobachten konnte, so laut neuerer Forschungsergebnisse ist, das ist aber ein eher seltener Effekt, ist die sogenannte Muskelneoplasie. Neoplasie ist eine Gewebsneubildung von Gewebe oder Strukturen, in diesem Fall Muskel. Das Problem war, früher hat man ganz lange gedacht, dass diese Muskelneubildung nicht möglich ist und dass sich nicht neue Fasern bilden, sondern die bereits vorhandenen Fasern, wie ich gesagt habe, sich vergrößern. Okay. Das heißt, das kann einzeln auch vorkommen, dass sich neue Muskelzellen bilden. Aber im Regelfall, über 90%, ist es so, dass sich die vorhandenen Muskelgefäße noch härter vergrößern. Okay, das passiert im Wiederholungsbereich 6 bis 12 Wiederholungen meistens. Und das ist auch so das Ding, wo eben die ganzen Bodybuilder so krass aussehen. Jetzt haben wir Hypertrophie, wir haben jetzt 120 Kilo auf der Wand. Schauen wir mal, ob das jetzt so von 6 bis 12 Wiederholungen klar geht. Das Ding jetzt allerdings ist, dass das nicht unbedingt mit Muskelwachstum einhergeht. Das ist das nächste Ding. Das ist die sogenannte sarkomere/myofibrilläre Hypertrophie. In diesem Wiederholungsbereich, der spielt sich ab zwischen 1 und 6 Wiederholungen, hier haben wir eher das zentrale Nervensystem im Vordergrund und dann noch ein paar kleine Stoffwechselprozesse in der Muskelzelle, die optimiert werden. Das allererste und das allerwichtigste, was passiert ist, stellt euch das folgendermaßen vor. Wir haben jetzt beispielsweise Tim, als er 15 Jahre alt war. Ich habe meine Brustmuskulatur, ich kann die anspannen. Und ich habe jetzt ganz dumm gesagt, ich habe hier diese Fläche in meiner linken Brust, ist 100% meiner linken Brustmuskulatur. Soweit, so gut. Ich kann allerdings als Trainingsanfänger nur in etwa 50% zum Beispiel dieser Muskulatur auch tatsächlich aktivieren. Wieso? Weil das hängt mit eurem Nervensystem zusammen. Euer Nervensystem ist angeknüpft an eure Muskeln. Ich will den Muskel anspannen, zack. Wie spanne ich ihn an? Ein Impuls wird über das Hirn gesendet und dieser elektrische Impuls bringt den Muskel letztendlich zur Kontraktion. Jetzt aber das Problem, dass nicht alle Wege zu allen Muskelsträngen ausgebildet worden sind. Und genau das trainiert ihr im Maximalkrafttraining. Es werden mehrere neuronale Verknüpfungen zu euren Muskeln hergestellt. Und dadurch ist der Körper in der Lage, den Muskel besser zu koordinieren, genauer zu koordinieren, aber auch euer Muskelgefühl wird steigern. Er wird steigen und noch viel wichtiger ist, eure Maximalkraft in die Höhe schießen. Wieso? Ihr habt bei gleicher Muskelmasse viel mehr Kraft. Und das ist auch der Grund, wieso Powerlifter beispielsweise bei einem vergleichbar schlechteren Erscheinungsbild unter Bodybuilding-Aspekten neben Bodybuildern, man immer so ein bisschen das so als Phänomen betrachtet, dass eben die Powerlifter wesentlich stärker sind als die Bodybuilder, die aber viel, viel krasser aussehen.
Und das ist der springende Punkt. In dem Maximalkraftbereich habt ihr einen Muskelaufbau, den man sozusagen in Raten vergleichen kann, zu ungefähr 20% von dem Muskelaufbau, den ihr habt im Hypertrophiebereich, im klassischen. Das heißt, in dem sarkoplasmatischen Hypertrophiebereich, 6 bis 12 Wiederholungen. Okay. Soweit, so gut. Das nächste, was ihr jetzt habt, noch bei der Maximalkraft bzw. bei myofibrillärer Hypertrophie ist, dass ihr hier auch noch die Stoffwechselprozesse in der Muskelzelle nochmal optimiert einfach. Das sind jetzt nochmal komplexere Geschichten, aber hier wird einfach noch die Energiesynthese erfolgt schneller, die Speicher entleeren sich nicht so schnell, die Gesamtkapazität an Energieträgern bzw. Das sind so energiereiche Phosphate, nennt man das Kreatinphosphat und ATP, das sind so die wichtigen Energielieferanten für Muskelarbeit. Die werden dann da bereitgestellt und die werden dann noch höher, wird die Speicherkapazität des Muskels. Und man hat am Ende auch die Muskelzelle, das ist ganz interessant, vielleicht für die bisschen wissenschaftlich Interessierten unter euch, hat mehrere Zellkerne. Das kennt ihr meistens vielleicht aus dem Biologieunterricht, dass Zellen meistens immer einen Zellkern haben. Bei der Muskelzelle ist es so, die hat mehrere Zellkerne. Und auch hier sogar wird durch diese Art des Krafttrainings auch die Synthese an Zellkernen geflügelt. Das heißt, ihr werdet dadurch sogar noch mehr Zellkerne in eurer Muskelzelle haben, durch das Maximalkrafttraining. Okay, soweit zur Theorie. Jetzt zum praktischen Teil. Was bringt euch das? Es ist ganz wichtig, dass alle drei dieser Wiederholungsarten an dem Training miteinander harmonieren. Das bedeutet, dass ihr euch überlegen müsst, dass nicht jeder Wiederholungsbereich für sich eine Sache ist, nach der man strikt trainieren sollte und die alleine, okay, ich will nur Muskeln aufbauen, das heißt nur Hypertrophie. Nein, das sollte man nicht machen. Ein gewisses Fundament an Maximalkraft wird auch eure Hypertrophie beflügeln. Ja? Das heißt, euer Gesamtmuskelaufbau ist sehr, sehr abhängig von eben dieser Harmonie aus diesen drei Komponenten. Das heißt, durch die Muskelausdauer müsst ihr eine Grundlage ebnen. Das heißt, ihr müsst eine stoffwechseltechnische Grundlage ebnen, eben dass euer Muskel in der Lage ist, die ganzen Substrate wieder ankommen, umzusetzen. Denn im Training verliert man eben ganz viel dieser Proteine, denn sie werden abgebaut durch diesen Reiz, der im Training gesetzt wird, damit sie dann später wie so ein Lego-Baukasten neu und größer zusammengebaut werden. Dann können auch aus neuen Aminosäuren neue Proteine synthetisiert werden können und eben all diese Prozesse, von denen ich euch erzählt habe, dass die eben in Gang gesetzt werden können. Und deswegen ist das sehr wichtig, dass ihr da wirklich ausgewogen seid. Wenn ihr da mehr davon wissen wollt, könnt ihr gerne auch euch mein Programm reinziehen. Das ist jetzt hier bis Weihnachten, ist das 50 Euro günstiger für die Leute, die zuschlagen wollen, auch wenn es Richtung Neujahr geht, Leute. Ich weiß, besser fangt ihr jetzt an als nie und schiebt das ganze Thema nicht noch weiter vor euch hinaus. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Falls ihr auch möchtet, dass ich noch ein paar Videos zu dem Thema mache, dann mache ich das. Das war jetzt grundlegend Überblick für euch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Link ist unten in der Beschreibung. Macht's gut, ciao, ciao. Yo Leute, was mir beim Schneiden vom Video aufgefallen ist, dass ich vergessen habe, zu erwähnen, kurz über Kreatin zu sprechen. Hier, das Kreatin verwende ich, das ist wahrscheinlich auch das Beste, was ihr momentan finden könnt. Aber wieso ist Kreatin wichtig? Ganz, ganz kurz, ich werde dazu noch ein Video machen. Aber Kreatin erhöht eben diese Kreatinphosphate in eurer Muskelzelle. Das heißt, mehr davon sind vorhanden. Demzufolge seid ihr auch in der Lage, durch die höher bereitgestellte Energie, durch die höheren Kapazitäten eures Kreatinphosphatspeichers in der Muskelzelle, dann eben mehr Gewicht zu bewegen. Das heißt, das macht euch stärker und dann auf on the long run eben mehr Muskelwachstum. Aber mehr zu Kreatin werde ich euch dann noch sagen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Schreibt eure Vorschläge für die nächsten Videos in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Und jetzt fickt euch. Macht's gut, ciao, ciao.